Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich ein Mathematikstudent in den Endzwanzigern wäre, eine Abneigung gegen Sexualaufklärung und nicht den Hauch einer Ahnung von Frauen hätte, wenn mein Hobby wäre, das Internet nach Ärztinnen zu durchforsten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, um sie reihenweise anzuzeigen, dann, meine Damen und Herren, dann würde ich mich über dieses restriktive Gesetz der Bundesregierung freuen. Warum? Weil § 219a weiter im Strafgesetzbuch stehen bleibt, trotz der Gerichtsverfahren gegen Ärztinnen, trotz einer deutlichen Mehrheit in allen Umfragen für die Streichung. Und schon die kleinste Abweichung auf der Homepage von Ärztinnen vom erlaubten Begriff würde es möglich machen, Ärztinnen auch weiterhin anzuzeigen. Und darum stelle ich Ihnen von der Bundesregierung eine zentrale Frage. Wem dient dieses komplizierte Gesetz? Dient es den Ärztinnen? Gibt es ihnen Rechtssicherheit? Stärkt es ihre Berufsfreiheit? Können sie die Staatsaufgabe, Schwangere in jeder Lebenslage bestmöglich zu versorgen, ohne Einschränkungen erfüllen? Oder dient dieses Gesetz den Frauen in diesem Land? Nein, dieser Kompromiss dient weder den Frauen noch den Ärztinnen, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz signalisiert den Abtreibungsgegnern: weitermachen, Stimmung machen gegen Frauen, gegen Ärztinnen, gegen Selbstbestimmung. Und das ist fatal. Ich sage zu Recht, ist die Entrüstung und der Widerstand gegen dieses Gesetz groß, auch weil die Union die Auseinandersetzung um 219a zu einer Debatte um 218 macht. Und da sage ich noch einmal, das ist unredlich. Das steht hier nicht auf der Tagesordnung. Und Sie gehen sogar so weit und übernehmen eins zu eins Positionen der Abtreibungsgegner. Diese Studie für sage und schreibe 5 Millionen € ist ein unmissverständlicher Beleg dafür. Ich sage Ihnen ganz klar, wissen Sie, wo Sie da gerade hinsteuern? Stattdessen machen Sie Verrenkungen diesen Paragraphen, und er ist aus 1933, weiter zu legitimieren, um ihn ja nicht streichen zu müssen. Akrobatie ist das, was Sie hier machen. Es wäre die einmalige Chance, und das sage ich klar in Richtung Union, die Lage für ungewollt schwangere Frauen umfassend zu verbessern und dieses unerträgliche Misstrauen schüren gegen sie zu beenden. Die Leistungen der Ärztinnen ohne Vorbehalt anzuerkennen und eine gute einvernehmliche Lösung ohne den Paragraph 219a zu finden. Aber Sie in der Union haben sich anders entschieden, genau diesen Kurs nicht zu fahren, weiter zu entmündigen und, ich finde, eine gefährliche Stimmung zu erzeugen. Gegen die klare Haltung etlicher Organisationen, auch aus den Kirchen, gegen die Mehrheit der Bevölkerung und diese Regierung, das tragen Sie von der Sozialdemokratie mit. Das tragen Sie, und diese Verantwortung tragen Sie. Ich sage Ihnen ganz klar, wir lassen Ihnen das nicht durchgehen, auch wenn Sie das hier nächste Woche abschließen wollen. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht das erste Mal, dass hier herablassend über Frauen gesprochen wird. Hören Sie gerne mal zu. Über Frauen wird hier herablassend gesprochen, wenn es um ihre reproduktiven Rechte geht. Ich sage nur Smarties. Herr Spahn scheint also erneut besorgt, dass die Frauen nicht eigenverantwortlich entscheiden können. Er will für eine horrende Summe genau hingucken, wie schlecht es ihnen wirklich geht. Verstehen Sie mich nicht falsch, Studien sind wichtig, wenn es Erkenntnisdefizite gibt. Aber wenn es diese nicht gibt und wenn es dieses von Abtreibungsgegnern behauptete Prosteburschen-Syndrom erst recht nicht gibt, dann muss man sehr, sehr kritisch fragen, für was wollen Sie diese 5 Millionen wirklich bewilligen? Und wenn Sie sich um Frauen sorgen, dann nehmen Sie dieses Geld in die Hand für bessere Versorgung durch Hebammen und Geburtsstationen. Das würde Frauen helfen. Aber hören Sie auf zu suggerieren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Hören Sie auf zu suggerieren, Frauen wüssten nicht, was sie tun. Sie von der Union und SPD verantworten mit, dass laufende Klagen nicht eingestellt werden, dass betende Abtreibungsgegnerinnen vor Beratungsstellen und Arztpraxen weiter belagern. Das ist ein unhaltbarer Zustand für alle. Frau Kollegin, Sie haben jetzt noch einen Satz. Unsere Oppositionsgesetzentwürfe zur Streichung liegen vor. Es liegt auch einer in der Schublade der SPD. Sie haben es jetzt in der Hand. Lassen Sie uns gemeinsam 219a streichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schaufs. Ich möchte jetzt darauf hinweisen,
dass im Zuge der weiteren Beratung meine Geduld mit der Aufforderung, zu Ende zu kommen, zu Ende ist. Es macht keinen Sinn, dass die Redner dann immer noch 20, 30 Sekunden überziehen. Ich werde von § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung Gebrauch machen und nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. Als nächste Rednerin rufe ich auf die Kollegin, nein, Entschuldigung, die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.